meinem heutigen Video zeige ich dir Street Art in Mendoza in Argentinien. In Mendoza war ich leider nur eine Nacht auf der Durchreise von Buenos Aires nach Santiago de Chile. Nachdem ich mit dem Nachtbus in Mendoza angekommen bin, habe ich erst einmal eine kurze Siesta gemacht und bin dann noch auf Erkundungstour gegangen. Oder besser gesagt auf Schnitzeljagd nach den schönsten Graffitis. Mendoza ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Mendoza im zentralen Westen Argentiniens. Die Stadt liegt auf 707 Höhenmetern am Fuße der Anden. In der Provinz Mendoza gibt es einige interessante Ausflugsziele in eine wirklich atemberaubende Landschaft. Leider konnte ich diese nicht erkunden, da ich nur auf der Durchreise in Mendoza war. Aber ich werde das mit Sicherheit nachholen. Übrigens, die Route von Mendoza nach Santiago de Chile war für mich die beeindruckendste Strecke bei meiner Reise durch Südamerika. Sie führt durch die gewaltigen Anden und besonders die Serpentinenstraße nach der chilenischen Grenze hat es in sich. Das Video mit meinen Handyaufnahmen von der Strecke verlinke ich dir hier. Ein paar Wochen vor meiner Reise nach Mendoza habe ich den Amerikaner Jamie kennengelernt. Wir sind uns in Cordoba begegnet, als er auf der Suche nach einem passenden Steckdosenadapter war. Cordoba ist eine der wenigen Städte in Argentinien, in denen man mit einem normalen Steckdosenadapter nicht weiterkam. Da wir uns gleich sympathisch waren, haben wir Nummern ausgetauscht und uns für den Abend verabredet. Bei Sushi und Cocktails hat er mir erzählt, dass er seit 2 Jahren durch Südamerika reist, um die schönste Streetart zu fotografieren. Er hatte so einige interessante Geschichten auf Lager. Durch ihn wusste ich in Mendoza glücklicherweise vorab, welche Richtung ich einschlagen musste, um Streetart zu finden. Wenn dir mein Video gefallen hat, gibt es viele Möglichkeiten, mir das zu zeigen. Gib mir einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen Kommentar, teile das Video mit deinen Freunden und ganz wichtig, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!